Freunde, wir haben kurz vor 3 Uhr nachts. Ich habe in 8 Stunden einen Zahnarzttermin und ich kann einfach nicht pennen. Ich bin mega aufgeregt. Ich habe jetzt gerade einen Vlog geschnitten, habe noch einen anderen Vlog nochmal neu geschnitten. Da musste ich 2 Minuten rausschneiden. Der exportiert jetzt über Nacht und wenn ich nachher zum Zahnarzt gehe, lade ich den hoch. Ich werde jetzt mal versuchen zu schlafen. Ich hoffe, dass es klappt. Vielleicht bin ich dann auch nach dem Zahnarzttermin so tot, dass ich gut schlafen kann. Ja, ich nehme mal an, dass sie mir heute den Backenzahn ziehen wird, damit sie Donnerstag, weil Donnerstag habe ich auch nochmal einen Termin, der geht auch eine Stunde, damit sie Donnerstag nochmal da drüber gucken kann. Und bei meinem Glück, das war bis jetzt immer so, ich habe bis jetzt 2 Zähne gezogen bekommen, hat sich die Wunde immer entzündet. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe zu den Zeitpunkten damals auch noch relativ viel geraucht. Das ist ja heute nicht mehr so der Fall. Deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass sich das nicht entzündet. Ich drücke mir mal selbst die Daumen. Guten Morgen. Beziehungsweise ich weiß eigentlich gar nicht, was an diesem Morgen gut sein soll. Wir haben 9.30 Uhr. Ich bin seit kurz nach 8 wach. Und warte auf Anja. Die wollte eigentlich zwischen 9 und 10 da sein. Zwischen 8 und 9 hätte ich auch noch ein bisschen länger schlafen können. Mal davon ab, dass ich sowieso nur 5 Stunden geschlafen habe. Und die auch nicht so gut. Dann hatte ich gerade eben schon meine erste Panikattacke für heute. Der Tag könnte nicht besser starten, Freunde. Ich wünschte, ich hätte schon hinter mir. Das Einzige, worauf ich mich heute freue, ist Juan zu sehen. Gerade in solchen Situationen bin ich immer echt dankbar, dass ich ihn habe. Auch so, wenn ich krank bin oder so. Und keine Ahnung, ich habe euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich zum Beispiel umgekippt bin. Und ja, da habe ich mich die ersten paar Tage danach schon echt unwohl gefühlt, wenn ich alleine war. Und keine Ahnung, aber Juan ist eigentlich immer da, wenn ich ihn brauche und da bin ich echt dankbar für. Und deswegen freue ich mich halt, wie gesagt, einfach nur darauf, nachher Juan zu sehen. Aber sonst ist heute nichts Positives an diesem Tag. Ich habe meine Kamera zu Hause gelassen, weil das Akku eh fast alle war und weil ich gedacht habe, ich wäre nach dem Zahnarzttermin so fertig. Ich musste mir auf dem Stuhl da erstmal meinen Zopf rausmachen, weil das Telefonkabelhaargummi irgendwie im Weg war. Ich gucke mal da hoch, obwohl da gar nicht das Display ist. Und da die Kamera, die ist ja da. Ja, die hat jetzt nur 2 Zähne gemacht, 2 Füllungen. Und meine ganze Oberlippe ist betäubt. Ich komme mir vor, als wäre die ungefähr doppelt so dick. Aber ich habe es überstanden. Donnerstag wird dann der Zahn gezogen und ja, aber ich lebe noch. Ich bin wieder zu Hause. Ja, auf jeden Fall muss Donnerstag noch irgendwas an dem Zahn hier gemacht werden, noch ein bisschen was abgeschliffen werden oder so, denn das fühlt sich nicht richtig an. Ja, ich werde mich jetzt erstmal umziehen, aufs Klo gehen. Und ich glaube, dann schneide ich Videos. Ich bin so froh, dass der Zahn noch nicht raus ist. Ich weiß zwar, dass der Donnerstag raus muss, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen ruhiger. Ich will auch gar nicht alle Zahnärzte über einen Kamm scheren, nur weil ich mal mit 2-3 Stück schlechte Erfahrungen hatte. Das habe ich auch eben bei dem Zahnarzt gesagt. Aber man hat ja dann halt trotzdem Angst und man ist angespannt und das kommt ja nicht von irgendwoher, dass ich sage, nee, ich habe Angst vom Zahnarzt. Aber die ist echt wirklich richtig nett, hat sich auch Zeit genommen und keine Ahnung, ich kann nichts Schlechtes über diese Frau sagen und ich bin froh, wenn ich das Donnerstag mit dem Zahn hinter mir habe und ich hoffe, das verheilt dann schnell und trotzdem werde ich da wahrscheinlich Donnerstag mit einem halben Herzinfarkt hingehen.
Freunde, Anja hat mir ein paar Socken mitgebracht. Weiß der Geier wieso. Ich bin ihr natürlich dankbar. Lustig, sie hat vorne den Preis abgerissen und hinten nicht. Aber ich finde die Socken tatsächlich echt richtig schön. Vorne steht irgendwas mit To the Moon drauf und keine Ahnung, halt so schwarz gestreift mit Pünktchen. Ich finde die eigentlich recht schön, aber ich trage halt nicht oft solche Socken wegen dem Bund. Das ist mir immer irgendwie so ein bisschen eng. Ich mag das einfach nicht. Wir haben inzwischen schon, ich glaube, kurz vor 5 oder so. Ich habe schon richtig Hunger. Ich mache heute Bolognese. Und das sollte eigentlich gar nicht das Thema sein. Ich habe zwei Sachen. Fangen wir erstmal mit dem nicht so wichtigen an. Woran erkennt man, dass Knoblauch schlecht ist? Schimmelt der ganz normal? Oder schmeißt man den weg, wenn der keimt? Ich habe echt null Plan. Vielleicht ist einer von euch so lieb und schreibt mir das in die Kommentare. Und wir hatten ja in der Vergangenheit öfters mal das Thema Antidepressiva. Und ich habe ja eher für mich eine Anti-Haltung dagegen. Und ich bin heute einfach mal wieder total in meiner Anti-Haltung bestärkt worden. Ich habe von einer, ich würde mal sagen, bekannten, damalige Online-Freundin, keine Ahnung, fühle dich auf jeden Fall lieb gegrüßt, Janine, wenn du das hier hören solltest. Und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an dich zur Schwangerschaft. Ich kenne Janine ja schon eine Weile. Einige von euch, die mich länger gucken, wissen bestimmt auch, wenn ich meine, wenn ich sage, Kalistas Traum. Und ja, ich möchte da gar nicht so weit ausholen. Ich nenne ein paar Stichpunkte. Kinderwunsch, Antidepressiva, Eltern sein oder Mutter sein mit Depressionen, unerfüllter Kinderwunsch, Krankheit. Und ja, Janine hat es halt in der Vergangenheit auch nicht einfach gehabt und hat jetzt, ich finde überhaupt gar nicht die richtigen Worte dafür. Sie hat auf jeden Fall einen Blog und hat bis jetzt ins 3 Artikel, Blog-Einträge geschrieben zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Krankheit, Depressionen, Tabletten, Antidepressiva und so. Und ich verlinke euch das unten in der Infobox. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wenn ihr ihr einen Kommentar da lasst, bestellt ihr schöne Grüße von mir. Und ja, keine Ahnung. Mich hat das auf jeden Fall mal wieder nur bestärkt, keine Antidepressiva zu nehmen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Kind will oder so. Natürlich habe ich einen Kinderwunsch für irgendwann mal, aber nicht für jetzt sofort. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Antidepressiva mir das vielleicht versauen könnte, mal davon ab, dass es bei mir ja eh nicht so einfach ist, dann kriege ich einfach noch mehr einen Hass darauf, dass Ärzte einfach so zack, zack Antidepressiva verschreiben. Aber genug zu diesem Thema. Ich finde, das ist einfach für mich ein mega emotionales Thema und ich finde einfach nicht die passenden Worte, um das auszudrücken, was ich einfach so fühle. Und deswegen würde ich euch bitten, lest einfach die Blog-Einträge von Janine. Unten in der Infobox sind sie verlinkt. Drückt jetzt auf Pause und lest euch das durch. Und ja, ich werde mich jetzt der Bolognese widmen. Hallöchen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Wir haben 20 vor 2. Ich bin seit... Ich kann es euch eigentlich gar nicht genau sagen, seit wann ich wach bin. Ich bin heute Nacht um 1 schlafen gegangen. Ich meine, es wäre so ungefähr 1 gewesen. Und bin aber auch ständig wieder wach geworden und musste was trinken. Dann hatte ich nichts zu trinken und all so eine Scheiße eben. Und das ging dann bis heute Morgen... Ja, bis heute Mittag um 12 in etwa. Ich hatte mir eigentlich auch einen Wecker gestellt. Juan hat ja bei mir geschlafen, hier wegen der ganzen Zahnarztgeschichte.
Der musste ja auch früh aufstehen, also früh ist relativ, er musste heute spät anfangen zu arbeiten. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Wecker mitbekommen habe. Ich bin zwischendurch immer mal wach geworden und habe Juan in WhatsApp geschrieben, aber bin dann immer wieder eingeschlafen und wie gesagt, das ging dann 11:30 so. Jetzt koche ich gerade ein paar Nudeln vor, für die restliche Bolognese, die noch da ist. Ich würde die jetzt eigentlich einfrieren, aber da Juan da ist, ist Juan die eben. Ich habe nicht so einen Hunger auf irgendwas Warmes oder so heute. Ich werde mir gleich ein Brötchen machen, wenn ich da fertig bin mit der Nudelscheiße. Und dann vielleicht heute Abend noch ein Brötchen essen oder so. Mal gucken, je nachdem, wie mir halt ist. Aber ich habe keinen Bock, mich groß dahin zu stellen und irgendwas zu kochen oder so. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe eben E-Mails geguckt. Ich habe irgendwie seit ungefähr einer Woche keine E-Mails mehr geguckt. Ich habe aber auch irgendwie nichts Wirkliches erwartet. Es stand nichts an oder so. Und wie ich das letzte Mal nach E-Mails geguckt habe, habe ich auch eine verschickt. Und jetzt hat die Person mir wieder darauf geantwortet. Und das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass sie mir darauf geantwortet hat. Und auch das, was sie geschrieben hat, ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Und dann ist da halt noch eine neue E-Mail. Und ja, da habe ich aber auch Juan gefragt, ob der da vielleicht heute Abend mal für mich gucken kann. Wenn ich diesen Namen nämlich schon nur lese, kriege ich schon Herzrasen. Und ja, demzufolge ist mein Tag heute nicht ganz so gut gestartet. Ich bin schon mal froh, dass ich keine Zahnschmerzen habe oder so, dass die gestern nichts Großes, nichts wirklich Großes gemacht hat. Natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt vom Morgen, aber auch nicht so sehr, wie ich halt gestern aufgeregt war. Obwohl morgen die viel krassere Sache passiert. Irgendwer hat mich auch gefragt unter einem der letzten Vlogs, warum der Zahn denn gezogen werden muss. Also mit dem Zahn habe ich irgendwie schon seit 10 Jahren in etwa Probleme. Da war irgendwann mal ein ganz kleines Loch, Karies. Und dann bin ich damit alle fortlangs beim Arzt gewesen, dann keine Ahnung, irgendwann Füllung rausgefallen, dann hatte ich das Vertrauen in den Arzt verloren, bin dann da nicht mehr hingegangen, bin dann zum nächsten Zahnarzt und so ging das dann immer weiter. Unter anderem hat mein Zahnarzt eins seiner Instrumente in meinem Zahn abgebrochen, mir davon nichts gesagt. Das hat mir dann der nächste Zahnarzt gesagt, zu dem ich gegangen bin, weil ich dem davor nicht mehr vertraut habe. Jetzt bestand der Zahn schon seit 3, 4 Jahren, vielleicht auch 5 Jahren, überwiegend aus Füllungen. Also standen quasi nur noch die Außenwände. Und das hat auch so eigentlich alles ganz gut funktioniert. Die Zahnärztin, die ich da in Bielefeld zuletzt hatte, die hat sich echt viel Mühe gegeben und hat gesagt, sie will halt versuchen, den Zahn zu erhalten. Ist ja auch scheiße, wenn man den ziehen muss und so. Und hat auch alles richtig gemacht. Und dann ist mir aber letztes Jahr ein Stück von dem Zahn abgebrochen und ich habe das halt nicht für voll genommen, nicht ernst genug genommen und bin nicht direkt zu einem Zahnarzt gegangen. Deswegen konnte sich unter der Füllung wieder Karies bilden. Und dann ist mir Anfang des Jahres, war das Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, ist mir beim Brötchen essen, glaube ich, ein Stück Zahn davon abgebrochen, also ein so eine Seitenwand quasi. Und dann war mir auch schon klar, dass die Füllung jetzt nicht mehr lange halten wird. Und dann irgendwie 2, 3 Tage später beim Kaugummi kauen hatte ich dann auf einmal die Füllung in der Hand. Und ja, wie gesagt, der Zahn ist halt einfach nicht mehr zu retten. Und ich habe da auch keine Schmerzen oder so. Aber man kann ihn halt, wie gesagt, nicht mehr erhalten. Also muss er auf jeden Fall gezogen werden und ich nehme an, dass ich dann irgendwie so ein Zahnersatzprothese, keine Ahnung was, bekomme, weil die Krankenkasse wird sicher keine Krone dafür übernehmen, weil das ein Backenzahn ist, also nicht im Sichtbereich. Und ja, deswegen muss der Zahn raus. Ich habe noch gar nicht nachgefragt. Die hatte ja ein Röntgenbild gemacht und wollte dann auch direkt mal eben nachgucken wegen den Weisheitszähnen, weil ich ja vermute, dass ich die Weisheitszähne noch bekomme. Ich habe ab und zu mal hier unten Schmerzen, so ein Drücken
und bekomme dann auch Ohrenschmerzen ab und zu. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass ich die Weisheitszähne eventuell noch kriege. Und dass es halt da unten drückt, weil da kein Platz ist. Ich habe aber total vergessen nachzufragen, was denn nun ist. Aber ich nehme mal an, wenn da was gewesen wäre, dann hätte sie mir das schon gesagt. Und ich muss auch unbedingt daran denken, die Zahnärztin zu fragen, was man denn gegen Zähneknirschen tun kann. Mir war das überhaupt nie bewusst. Mir hat das auch noch nie irgendwie einer gesagt, dass ich Zähne knirsche, bis ich mit Juan zusammen war. Der knirscht nämlich echt ultra mit den Zähnen. Das ist manchmal sogar richtig unangenehm für mich. Und dann tippe ich den auch so im Schlaf an, damit er damit aufhört. Ne? Aber das bringt nicht lange was. Und wie ich ihm dann das erste Mal davon erzählt habe, dass ich das bei ihm halt gehört habe, hat er mir gesagt, dass ich auch mit den Zähnen knirschen würde. Und ja, das ist ja nicht so geil, nicht gesund, bla bla bla. Deswegen wollte ich mal beim Zahnarzt nachfragen, was man da machen kann. Irgendwie eine Schiene oder so für nachts, ich weiß es nicht. Mal abwarten. So, jetzt muss ich mal rüber in die Küche. Ich glaube, das Nudelwasser kocht. Und ja, dann steht heute gar nicht mehr so viel auf meinem Plan. Ablenken. Ich habe so ein richtiges inneres Unwohlsein-Gefühl. Ich will nicht, dass das da ist. Und ich versuche auch, das irgendwie so zu verdrängen. Das klappt doch mal für eine Stunde oder zwei. Und dann sitze ich aber auf einmal plötzlich hier und bin doch am Heulen. Und 10 Minuten später ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich habe gute Laune, ich höre Musik, bla bla bla. Und dann eine Stunde später sitze ich wieder hier und es ist irgendwas. Also ich habe gerade die extremen Stimmungsschwankungen. Aber ich muss jetzt in die Küche. Ich glaube, das Wasser kocht schon über. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. Break my heart, give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Leute, stellt euch vor, ich diejenige, die zu faul ist, sich frische Champignons zu holen und die zu putzen und klein zu schneiden. Diejenige steht gerade hier und reibt Käse, weil ich letztlich irgendwie so, wie viel ist da mal drin, 500 Gramm am Stück, weil ich so ein 500 Gramm Stück Gouda kaufen musste, weil die keinen geriebenen Käse hatten. Und jetzt habe ich da irgendwie noch die Hälfte von übrig gehabt und der muss ja auch irgendwann mal gegessen werden, deswegen esse ich heute Pizzabrötchen und muss mir den Käse deswegen reiben. Jetzt mal ernsthaft, gibt es wirklich Leute da draußen, die sich immer Käse am Stück kaufen und den selbst reiben? Das ist ja voll die Arbeit. Wer hat denn darauf Lust, wenn es den auch fertig gerieben gibt? Deswegen kaufe ich mir auch immer fertig gerieben und Parmesan. Weil ich einfach zu faul für so einen Scheiß bin. Und da gebe ich gerne ein paar Cent mehr dafür aus, damit ich nicht hier, weiß ich nicht, eine halbe Stunde stehen muss, um so 500 Gramm Käse zu reiben. Aber leben und leben lassen. Es soll jeder so machen, wie er will. Wenn ihr Bock habt, euch dahin zu stellen und es euch Spaß macht, Käse zu reiben, dann kauft euch Käse am Stück. Ich werde weiterhin schon fertig geriebenen Käse kaufen, wenn sie ihn dann da haben. Tja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe extra meine Kamera mit dir hingeschleppt. Da. Um dann, während ich anfangen will zu filmen, festzustellen, dass ich keine Speicherkarte dran habe. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Handy filmen. Ich habe jetzt auch mal das Headset drin, in der Hoffnung, dass der Ton dann vielleicht ein bisschen besser ist oder dass das dann vielleicht mal synchron ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt wegen dem Zahnarzt. Nicht so sehr wie das letzte Mal. Bin aber dennoch null müde.
weil ich glaube, ich heute zu lange geschlafen habe und weil mein Kopf wieder so voll mit Scheiße ist. Ich habe heute wieder Post bekommen, die mich einfach so enorm aufregt. Die Post hat mich so enorm aufgeregt, weil das, was da drin steht, ist einfach nicht gerechtfertigt, weil das... Es ist wieder scheiße, dass ich es euch nicht erzählen kann, aber das, was in dem Brief steht, das kann ich nicht beeinflussen. Damit hat eine dritte Person noch was zu tun und diese dritte Person kann ich auch nicht beeinflussen. Es wird auf jeden Fall noch mega Probleme geben und das fickt gerade meinen Kopf so ein bisschen. Heute war sowieso allgemein wieder so ein Stimmungsschwankungstag, so. Ich heul eine halbe Stunde, dann bin ich wieder ganz normal drauf, dann bin ich auf einmal super gut drauf, dann habe ich auf einmal einen Nervenzusammenbruch. Also heute war echt wieder ein grausamer Tag. Ich werde mir jetzt gleich noch eine Zigarette machen und dann werde ich mich nochmal hinlegen. Ich lag eben schon mal, ich probiere es dann nochmal. Und ja, dann werde ich morgen den Zahnarzt hinter mich bringen. Ich bin beziehungsweise nachher, wir haben ja schon nach 0 Uhr. Ich bin gespannt, ob ich Juan morgen den Kopf abreißen muss. Der brauchte vorhin eine Verlängerung und hat dann alles ausgestöpselt, was eingestöpselt war in dieser Verlängerung. Unter anderem, hey WhatsApp, danke, dass du gerade fast 2,5 Minuten Video gelöscht hast. Ich versuche es dann nochmal in der Kurzfassung. Juan hatte sich ein Verlängerungskabel genommen, wo der Laptop drum eingestöpselt war und er hatte den halt ausgestöpselt und ich weiß nicht, ob ich mein Schnittprogramm gespeichert habe oder ob jetzt mega viel schon geschnitten ist, wieder weg ist. Wenn ja, dann kriege ich glaube ich einen Anfall, denn ich und die Vlogs stehen anscheinend unter keinem guten Stern. Dann, was habe ich denn eben noch erzählt? Dass ich mir eben ein Video angeguckt habe, was ich vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren mal aufgenommen habe. Ich habe davon auch schon mal in einem Vlog erzählt vor ein paar Monaten, dass ich mit Anni geredet hätte, dass ich da eine Videoidee hätte, die ich gern umsetzen würde, dass ich mir aber nicht so sicher wäre. Da ging es um mein Videotagebuch quasi, vor 2 Jahren mal aufgenommen habe und ich wollte daraus halt irgendwie was Cooles schneiden. Als quasi Abschluss, so mit dem Thema vollkommen abzuschließen, um das einmal so losgeworden zu sein, so quasi wie ein Brief schreiben und dann verbrennen oder so ein Mist. Nur, dass ich es halt irgendwie, ich es halt hochlade, weil ich halt Bock drauf habe. Weil ich so viel hochlade, keine Ahnung. Ich meine, klar, das wäre irgendwie mega privat. Aber damals habe ich eh viel öffentlich gemacht und dann könnte ich halt auch öffentlich mit allem abschließen. Ach, keine Ahnung. Da gibt es noch einen zweiten Teil insgesamt. Insgesamt sind das nämlich über 3 Stunden Videomaterial. Ich werde mir da gleich zum Einschlafen nochmal was von angucken. Und dann werde ich mal versuchen zu schlafen, auch wenn das gerade irgendwie nicht so einfach ist, weil mein Kopf ja gerade so ein bisschen gefickt ist. Und bevor ich jetzt hier, weil wir haben schon wieder eine Minute um, meine Kraft verliere, diesen Knopf zu drücken, um Videos aufzunehmen und das hier gleich wieder verschwindet, werde ich jetzt erstmal aufhören. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Gehabt euch wohl. Guten Morgen oder was für auch immer wir eine Uhrzeit gerade bei euch haben. Bei mir ist 9.44 Uhr. Ich bin um ungefähr 2:30 eingeschlafen und bin dementsprechend müde. Ich bin seit ungefähr 2,5 Stunden meinen Wecker ständig am Weiterstellen. Juan hat mich eben angerufen, um sicher zu gehen, dass ich auch wirklich wach bin. Ich habe eben Anja nochmal angerufen und ich meine, es wäre jetzt auch nicht so, dass ich was dagegen hätte, wenn wir den Arzttermin abgesagt hätten, aber und dann habe ich es halt hinter mir. Und ja, wir haben jetzt 9:45 Uhr. Ich werde mich jetzt mal fix anziehen. Und dann geht's nachher los. Wieder ein Wecker. Ich bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Ich weiß nicht, muss ich hier einen Untertitel einfügen? Oder versteht man mich auch so? Es
Ja, wie soll ich sagen? Also, ich habe schon mega viel Betäubung bekommen. Deswegen hätte es eigentlich nicht wehtun dürfen. Aber da entsteht dann so ein Druck. Und der war richtig unangenehm. Ich konnte den Zahn auch nicht mitnehmen. Der sah aus wie eine Missgeburt. Ich habe schon zu Juan geschrieben, jetzt kommt die Zahnfee nicht. Und er sagt, das werden wir ja sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall alleine hier. Finde ich nicht so toll. Aber was soll ich machen? Alle anderen müssen halt arbeiten oder keine Ahnung was. Und ich werde jetzt mal eben auf Klo gehen. Und dann hole ich mir mein Kühlpack und dann lege ich mich hin. Ich bin froh, dass ich es überstanden habe, dass ich es hinter mir habe. Und natürlich könnte man mir jetzt auch sagen, ja, du bist es ja selber schuld, bla bla bla. Warum bist du denn nicht eher gegangen? Es ist ja nicht so, als wäre ich vorher noch nie beim Zahnarzt gewesen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust auf irgendwelche Diskussionen mit mir selber. Und ich will jetzt auch nicht so viel reden. Denn man sieht auf jeden Fall, es ist schön dick, ne? Ich hatte danach dran Wattebedingungen drin, ne? Das soll ich eine halbe Stunde, Stunde drin lassen. Ich lasse es jetzt so lange wie möglich drin, ne? Ich habe ein bisschen Schmacht, muss ich ehrlich zugeben. Mal von Anja gerade 2 Zigaretten geben lassen. Weil A, Power Gold, ist das Light? Ich meine, es wäre Light. Weil A, ist es Light. Und B, habe ich keine Zigaretten oder Tabak hier. Das bringt Juan mir später mit. Ich habe auf jeden Fall geheult wie ein kleines Kind. Und ich habe auch mal geschrien. Aber ich finde, das war nichts, wofür man sich schämen muss. Ich habe letztens noch im Fernsehen gesehen, dass man Schmerz mit Schreien besser verarbeitet. Wo er besser darauf klarkommt oder irgendwie so. Ist auch egal. Ich lege mich jetzt gleich hin. Und ja, ich hoffe, es entzündet sich nicht. Ich werde versuchen, gar nicht zu rauchen. Ob ich es einhalte, weiß ich nicht. Ich werde aber heute wahrscheinlich nichts essen. Aber dann kriege ich nachher noch Magenschmerzen von den E-Boss. Ein Teufelskreis. Hallöchen, Freunde. Meine Wange ist natürlich normal nicht so dick. Ich habe vorhin mal die Watte da rausgeholt und Juan, der Süße, hat sie Gott sei Dank für mich entsorgt. Sah richtig ekelhaft aus. Ich habe auch vorhin richtig Blut gespuckt und so. Ich hatte richtig Schiss hier. Und jetzt habe ich eine Mullbinde mit einem Wattepad im Mund und versuche gerade eine Scheibe Salami zu essen. Und es ist eine Katastrophe. Kauen fühlt sich an, als hätte ich Muskelkater im Kiefer. Nebenbei kochen hier gerade ein paar Möhren und Kartoffeln in Gemüsebrühe, die ich dann irgendwie gleich stampfe, beziehungsweise Juan hat irgendwie vor, die zu pürieren. Und trinken tue ich die ganze Zeit nur lauwarmes Kranwasser. Ich habe heute eine Zigarette geraucht. Und es ging. Juan wäscht sich gerade die Finger. Ich habe vorhin schon gesagt, vlogst du jetzt für mich? Und er so, ja, der Juan-Vlog. Und er hat schon mal die ganze Zeit gefilmt und dann habe ich seine Stimme verfremdet und wollte das hochladen und hat gesagt, ich habe einen an der Klatsche. Und dann habe ich ihm jetzt gesagt, wenn er jetzt filmt, dann lade ich das einfach hoch. Hey, ich halte mir einfach mal meine Hand vorm Mund. Ich habe die Nacht ganz gut überstanden. Ich frage mich gerade wieder, ob ich hier Unkerkügel einfügen muss. Ich jabber für mich viel. Schmerzen habe ich keine. Aber ich kann halt auch nicht wirklich essen. Ich habe mir gestern Möhren und Kartoffeln gemacht. Mit Mettenden. Aber kauen geht eh nicht. Und macht auch gar keinen Spaß, was zu essen, wenn man eh immer nur einen Löffel nehmen kann. Ich kühle es weiter fleißig.
in meiner Wackerfache, weil ich nur ein Kühlpack habe. Und ja, ich werde das jetzt gleich mal hier ausspeckeln. Ich habe eine schwierige Kompresse mit einem Wattepad im Mund. Und ja, es wird aber hoffentlich besser. Wie gesagt, schmecken habe ich keine. Kracher Hulk. Und ja, ist nicht schön, aber ich lebe noch. Alles Weitere, was du von dir lässt, wird im Vlog zu hören. Ich meine das ernst, ne? Das ist die gerechte Strafe. So, Leute. Ich hab mal das Ging aus meinem Mund genommen. Das hat sie zu an. Und esse gerade trockenes Toastbrot. Ein riesengroßes Herz an Juan, dass er Toastbrot gekauft hat für mich. Und esse jetzt hier nebenbei Möhren und Kartoffeln. Ich habe gestern Abend schon ein bisschen was davon gegessen, aber da hat das echt gar keinen Spaß gemacht. Und ja, Zähne geputzt habe ich heute auch nicht. Werde ich auch nicht. Habe ich nämlich echt Angst vor. Da lasse ich mir mal 2-3 Tage so Zeit mit. Juan schlägt sich die ganze Zeit selber vom Kopf. In einer Dreiviertelstunde fängt ungeklickt an, das würde ich gerne gucken. Ich muss dann immer noch hier stehen. Ich glaube, ich vertrage die Pflaster nicht, die ich gekauft habe. Wie hier. Einfach nicht beachten und heute davon auf. Cool, brauch ich keine Musik raussuchen. Mach weiter. Oh, jetzt macht er hier alles dreckig, Leute. Und ich muss das sauber machen. Ich will auch was essen. Richtig gemein. Wir haben gerade Videos vom Pommes Man geguckt, wie er Burger gemacht hat und so. Und gerade mal dürft ihr raten, was Juan jetzt ist. Burger. Wisst ihr, was das Gute ist? Ich nehme ab, Juan nimmt zu. Hallo Freunde, es blutet nicht mehr, ich lege mir aber trotzdem immer Wasche oder so da rein. Meine Wohnung sieht aus wie ein Schlachtfeld, hier die Spüle ist voll und alles muss gespült werden. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt soweit fertig gemacht, ja, wir gehen gleich. Ich glaube, das hier wird gar nicht mehr ganz weggehen. Also ich finde, das sieht schon so aus wie Narbe. Ich hatte da vorher eh schon eine kleine Narbe hier, aber warten wir noch ein bisschen. Malen wir mal noch ein bisschen Teufel an die Wand. Ich werde mir jetzt noch Socken anziehen und dann... Auf dem Display sieht das immer aus, als hätte ich einen Pixelfehler. Guck mal. In der Ecke irgendwo. Wenn ich ja drauf gucke, ist das... Nee, jetzt ist es weg. Aber immer so ein weißer Punkt.
Bibi war mal so schlau und hat gesagt, sie hätte einen Pixelfehler, hat das gescreenshot und hat es hochgeladen. Sehr intelligent, die Frau. Aber sie sagt ja auch, auf dem Mars gibt's WLAN. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Und ich muss ganz dringend aufräumen, aber das mache ich morgen. Ich habe ein Stück Kuchen essen wollen, aber das war nicht so geil. Irgendwie so ein Brownie-Chocolate-Kuchen von Kopenhardt und Wiese. Der war aber, wie gesagt, nicht so geil. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Käsekuchen mitgenommen. Anja hat Nudelsalat ohne Zwiebeln für mich gemacht. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen sauer, habe ich ja aber auch so gesagt. Also irgendwie ein bisschen zu viel Essig oder so drin. Ich habe den Rest jetzt aber mitgenommen. Vielleicht esse ich das morgen. Gerade habe ich nicht mehr so wirklich einen Hunger. Eine Frikadelle habe ich gegessen und ein Bockwürstchen. Das ging ganz gut. Und ja, ich bin aber auf jeden Fall wieder froh, dass ich hier bin. Mir waren das auf jeden Fall viel zu viele Menschen am Anfang. Ich habe mich dann auch erstmal die ganze Zeit nur in der Küche aufgehalten. Dann kamen schon immer Leute zu mir, warum kommst du denn nicht mit ins Wohnzimmer? Warum kommst du denn nicht mit? Ja, ich habe es überlebt. Und ja, jetzt gucke ich mir den Rest von Ungeklickt an. Und dann, keine Ahnung, einfach nur chillen. Hallo, heute mal ein wenig verständlicher. Ich habe keine Mullbinde oder so einen Scheiß mehr im Mund. Ich habe mir vorgenommen, das nur noch zu machen, wenn ich rauchen möchte. Und ja, es fühlt sich immer noch so ein bisschen muskelkatermäßig an. Gestern durfte ich mir anhören von wegen, ja, aber das darf doch gar nicht mehr wehtun. Also, das ist eine offene Wunde am Kiefer, der Knochenlack quasi frei. Warum darf das dann nach 3 Tagen oder nach 2,5 Tagen nicht mehr wehtun? Natürlich darf das dann noch wehtun. Ja, eigentlich wollte ich heute meine Hütte machen, vor allen Dingen meine Küche, weil ich echt mega viel zu spülen habe. Und ich hätte heute auch eigentlich perfekt Zeit dafür, aber ich kann mich gerade einfach nicht motivieren, keine Ahnung. Irgendwie ist der Tag anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe oder gedacht habe oder so. Und weiß ich nicht, das hat mich irgendwie demotiviert. Ich möchte euch das auch gar nicht genau erklären, weil ich keinen Bock darauf habe, dass das irgendwie total klingt. Und naja, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ein neues Lieblingslied. Und zwar von Ava Max, keine Ahnung, Sweet But Psycho. Packe ich euch auch unten in die Infobox. Einmal das Originallied und ein Remix, den ich ganz gerne höre. Und ja, ich werde mich jetzt mal aufraffen, werde duschen gehen. Und vielleicht bin ich ja dann später wieder ein bisschen motivierter, die Wohnung mal zu machen. Ich muss auf jeden Fall eine Waschmaschine anmachen. Ich muss den Pulli hier in die Wäsche schmeißen, damit ich den schnell aufhängen kann und damit ich ihn schnell wieder anziehen kann. Das ist mein Lieblingsteil irgendwie momentan, ist ein Pulli von Juan. Und ja, eventuell will ich auch gleich mal gucken, dass ich einen Vlog online stelle. Denn ich glaube, ich habe 4 fertige und die Zeitspanne wird mir sonst wieder zu groß. Da gucke ich nachher mal. Und dann bin ich die ganze Zeit im Überlegen, Alltagsleben hat ja nächsten Monat Geburtstag und wird 5. Leute, Alltagsleben wird 5. Noch ein Jahr und dann kommt es in die Grundschule. Ich weiß nicht, die vergangenen Jahre habe ich dann, letztes Jahr habe ich glaube ich gar kein Video dazu gemacht, da habe ich nur einen Beitrag auf Instagram gemacht. Das fand ich schon irgendwie schade, weil ich davor die Jahre halt immer Videos gemacht habe. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe 0 Ideen, was ich da für ein Video machen soll und einfach nur so ein Hey, danke, dass ihr meine Videos guckt, Alltagsleben wird 5, hier ist eine Verlosung, da habe ich keinen Bock drauf. Dann war ich am Überlegen, ob ich irgendwie so die letzten 5 Jahre Revue passieren lasse, in dem Video darüber rede. Und euch auch vielleicht Sachen erzähle, die ich euch noch nicht erzählt habe. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Da muss ich noch so ein bisschen abwiegen, was das für negative Konsequenzen für mich haben wird. Und ja, ich bin mir echt noch nicht
schlüssig darüber, was ich da mache, ob ich überhaupt irgendwas mache, ob ich es einfach nur hier im Vlog anspreche. Ich weiß es nicht. Ich habe echt null Plan. Aber jetzt gehe ich erstmal duschen. Freunde und Nicht-Freunde, wir haben mittlerweile 17 Uhr und ich habe nicht wirklich irgendwas Großes gemacht, außer dass ich duschen war. Und ich habe gerade mein Bad ein bisschen gemacht. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, hier zu spülen und so ein Shit. Den ganzen Mist hier wegzumachen. Und dann mal gucken, vielleicht irgendwas essen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mega Schiss. Also Juan sagt immer zu mir, ich wäre ein Hypochonder. Ich bin der Meinung, ein Hypochonder geht auch wegen jedem Scheiß zum Arzt. Das mache ich nicht. Aber ich habe mega Schiss, dass sich das irgendwie entzündet oder so. Und eigentlich habe ich keine Schmerzen. Also zwischendurch tut das mal so ganz kurz weh. Aber es tut nicht so weh, als wäre es entzündet. Ich habe schon zwei Zähne gezogen bekommen und die beiden Stellen haben sich beide entzündet. Das war nicht so nice. Aber hier... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich essen soll. Schon wieder Kartoffeln und Möhren habe ich gar keinen Bock drauf. Ich räume jetzt erstmal hier auf und gebe dem Grundzeug Wasser. Ich habe übrigens jetzt Einweghandschuhe. Danke nochmal an Anja. So Leute, da bin ich jetzt soweit fertig. Hier weicht noch der Korb von der Heißluftfritteuse ein. Ja, jetzt muss ich noch den Tisch aufräumen und dann kann die Küche mich am Arsch lecken. Wir haben mittlerweile 18.20 Uhr. Und ich habe keinen Bock mehr. Es hat eben mal zwischenzeitlich angefangen sehr zu pochen. Aber da bin ich auch hier hin und her gerannt und habe Sachen aus dem Wohnzimmer geholt, die ich spülen will und so. Ich denke, es lag einfach nur an dem höheren Blutdruck. Ja, Tisch habe ich nicht 100 pro aufgeräumt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich muss gleich noch die Wäsche aufhängen. Und habe aber da hinten halt alles fertig. Ja, da steht was zu essen. Ich habe mir jetzt zwei Scheiben Toast gemacht. Habe ich heute schon irgendwas gegessen? Ich habe gerade mal versucht, ein Stück Käsekuchen zu essen. Aber das ist mir irgendwie zu klebrig unterm Gaumen und dann kriege ich das nicht weg. Und ach, keine Ahnung. Sonst habe ich heute noch nichts gegessen. Ne? Ja, ich werde jetzt rübergehen. Ich glaube, Unge ist mit irgendwas live. Das gucke ich mir dann an und dann... Nachher Wäsche aufhängen, Haare föhnen und dann nach mir die Sinnflut ab. So Leute, der Baum steht übrigens immer noch hier. Und was ich eigentlich wollte, ich wollte euch erzählen, dass ich seitdem ich den Zahn draußen habe, 2 Kilo abgenommen habe. Er freut mich natürlich, aber es wird eh nicht so bleiben. Und ich hatte das Anja gestern schon erzählt und die fing dann auch an, ja... Blablabla hat eben auch schon gesagt, du siehst ein bisschen dünner aus. Und ich habe ihr dann gesagt, dass es aber überhaupt gar nicht sein könnte. Weil seitdem ich im Wuppertal wohne, halte ich mein Gewicht eigentlich, beziehungsweise wie es halt immer so ist, plus 1-2 Kilo. Je nachdem, ob ich halt meine Tage habe oder whatever. Und dann muss ich mich an dieser Stelle natürlich auch noch bei Schmunzelflip entschuldigen. Ich habe Fake News verbreitet. Irgendwer hat mich letztens... unter irgendeinem Video gefragt, irgendwas mit Abnehmen, bla bla bla. Und da habe ich geschrieben, dass ich seit dem Umzug 20 Kilo abgenommen habe. Natürlich meinte ich seit kurz vor der Trennung, da fing das ja schon an, dass mein Gewicht so runterging. Und ja, jetzt seit gut ungefähr einem Jahr halte ich mein Gewicht in etwa. Aber ich habe auf jeden Fall 20 Kilo abgenommen. Und... ja, wenn mir das nicht glaubt, das ist mir auch scheißegal, ob mir das jemand glaubt oder nicht. Ich sehe das ja auf der Waage. Und
Irgendjemand, der was anderes schreibt und mir das halt nicht abnimmt, der ist vielleicht neidisch auf meinen Erfolg. Keine Ahnung, oder will irgendwie versuchen, mir das schlecht zu reden, obwohl ich eigentlich sehr stolz darauf sein kann, dass ich 20 Kilo weniger wiege. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal eben loswerden. Und jetzt werde ich was essen und dann gleich ein Video freigeben. Schauspieler werden soll. So unterlege ich jetzt den ganzen Block nur aus dieser einen Stelle. Ich habe keine Lust, 100 Stellen rauszuschneiden. Danke.